Weise haben wir dann unsere ersten guten Unterwasseraufnahmen zustande gebracht. Im darauffolgenden Jahr, 1939, unternahmen wir drei Studenten dann von Wien aus eine Expedition nach der Karibischen See. Vielleicht erinnern Sie sich noch an unsere damaligen Berichte. Wir haben dort monatelang auf einer kleinen Insel ein richtiges Robinson-Leben geführt, allerdings meist unter Wasser. Schwimmend tauchten wir hinunter in das fantastische Land der Korallenriffe. Wir haben dort die vielen bunten Tropenfische in ihrer natürlichen Umwelt beobachtet und fotografiert. Und auf größere Tiere haben wir unter Wasser mit unserem Späher Jagd gemacht. Wir sind damals auch zum ersten Mal Haifischen begegnet und haben gelernt, wie man diesen gefürchteten Raubtieren ohne jede Waffe entgegenschwimmen und wie man sich ihrer erwehren kann. Aus diesem abenteuerlichen Sport, den wir damals in jungenhaftem Draufgängertum entwickelten, ist seither eine ernste Aufgabe im Dienst wissenschaftlicher Forschung geworden. Heute will ich Ihnen nun von unserer letzten Expedition erzählen, die trotz des Krieges im griechischen Inselgebiet zur Durchführung gelangte. Die Filmaufnahmen haben mein Kamerad Alfred von Wurzian und ich gemeinsam gedreht. Sie sind teilweise unter recht schwierigen Umständen zustande gekommen. Meine Damen und Herren, es gibt viel schöne und geheimnisvolle Länder auf der Welt. Aber das schönste und geheimnisvollste von allen, so will mir scheinen, ist das Meer. Ganz gleichgültig, ob es an einem flimmernd heißen Sommertag mit seinen verliebten Schaumpfoten tollpatschig über die Felsen streichelt oder ob der Wind darüber hinweg pfeift und ihm ärgerlich weiße Kämme auf die Wogen setzt oder ob es ganz still daliegt, als wäre es tot, sodass man nur an der kaum merkbaren Dünung erkennt, dass es noch atmet, oder ob es wild schäumend gegen die Felsen tobt, als wolle es die Erde zerschmettern. Immer ist das Meer gleichermaßen schön und geheimnisvoll. Geheimnisvoll deshalb, weil sich unter diesen endlosen Wogen ein fremdartiges Land ausbreitet, das letzte, das dem Menschen noch nicht zu erobern gelang. Diesem rätselvollen Land haben wir uns mit Leib und Seele verschrieben und wir sind dabei fast selbst zu fischartigen Wesen geworden. Unter den Wellen fühlen wir uns richtig zu Hause und nur dann und wann erscheint lautlos ein Kopf an der Oberfläche. Wir schöpfen Luft und gleiten wieder hinab in die unergründliche Tiefe, immer neuen Wundern und Abenteuern entgegen. Aber ich muss Ihnen zunächst meine beiden ältesten Jagdgefährten vorstellen. Das da ist der Jörg, oder richtig Dr. Jörg Böhler. Er ist Arzt, ein ausgezeichneter Sportmann und ein Draufgänger sondergleichen. Und das ist der Alfred, der ist immer lustig und vergnügt. Dem sieht man es doch wirklich nicht an, dass er eigentlich Rechtsgelehrter werden wollte. Während wir drei also früher stets so getaucht sind, wie uns eben der liebe Gott erschaffen hat, haben wir dann später ein besonderes Tauchgerät entwickelt, mit dem man nun viel länger unter Wasser umherschwimmen kann. Und damit haben wir nun ein richtig amphibisches Leben unter den Fischen, ja, wie man sehen wird, sogar unter den Haifischen geführt. Hier hat der Alfred gerade unsere Unterwasserkameras ins Meer versenkt, um nachzuprüfen, ob sie auch wirklich wasserdicht sind. Das heißt, er versenkte wohlweislich bei diesem Versuch nur die wasserdichten Hüllen und hat die Kameras noch herausgelassen. Zum Glück, denn sonst hätten die Armen ein arges Sitzbad genommen. Ja, und so war es nun wieder meine Aufgabe, die Stoppbüchsen und die Lötstellen zu überprüfen. Man sollte es nicht glauben, wie viel Geduld es erfordert, bis so eine Kamera wasserdicht ist. Inzwischen widmete sich Jörg seinem ersten Patienten, den er im Hafen aufgegabelt hatte. Er taufte ihn Rasputin und ernannte ihn zum Expeditionshund. Er wäre dafür auch gut geeignet gewesen, denn für Fischerei hatte er großes Interesse. Aber leider ist er noch knapp vor unserer Abfahrt wieder ausgekniffen. Ich glaube, er hatte galante Verpflichtungen an Land. Wir sind in diesen Tagen auch mehrfach in Athen gewesen. Das ist eine ganz merkwürdige Stadt. Verlässt man die modernen Geschäftsstraßen und wandert man durch die schmutzigen Gassen und Märkte, dann gerät man in ein wahres Ameisengewimmel seltsamster Typen und Gestalten. Und über diesem Gewoge von Menschen, Lärm und staubiger Hitze thront ewig und zeitlos die Akropolis als Zeuge einer versunkenen Zeit. Endlich war unser Schiff klar und wir sollten am nächsten Morgen auslaufen. Da trug sich an Bord Folgendes zu. Jörg und Alfred bemerkten einen reißenden Geruch, liefen vor und mussten feststellen, dass unter Deck ein Brand ausgebrochen war. Ich war zu dieser Zeit gerade in Athen, ich hatte keine Ahnung.
Da wurde ich angerufen, das Schiff brennt. So schnell ich konnte, fuhr ich hinunter nach Piräus und da sah ich nun die Bescherung. Zum Glück war rechtzeitig Hilfe zur Stelle gewesen. Man hatte das Schiff so weit unter Wasser gesetzt, bis man des Brandes Herr geworden war. Jetzt gab es viel neue Arbeit. Das Schiff musste gereinigt und unsere Geräte wieder in Ordnung gebracht werden. Das hier ist Dr. Beck, auch ein Teilnehmer der Expedition, ein Münchner Biologe. Bevor die durch den Brand schadhaft gewordene Stelle zugegleistert war, haben wir 10 Tage unserer wertvollen Zeit verloren. Das heißt, verloren haben wir sie auch nicht. Wir besuchten nämlich einige griechische Taucher, die in Skaramanga Bergungsarbeiten an versunkenen Schiffen durchführten. Das Wasser war dort ziemlich schmutzig, wir haben aber trotzdem Aufnahmen gemacht. In einem Skafanderanzug stieg der Taucher in die Tiefe. So ausgerüstet kann man gut arbeiten, sich aber nur plump und langsam fortbewegen. Noch einen Nachteil hat der Skafander. Man darf nicht beliebig schnell wieder zur Oberfläche zurückkehren, sondern nur ganz allmählich. Unter dem Druck größerer Tiefen löst sich nämlich Stickstoff im Blut und taucht man zu schnell empor, dann perlt das Gas aus und verursacht die gefürchtete Taucherkrankheit, die Lähmungen aber auch den Tod zur Folge haben kann. Mit der Oberwelt steht der Taucher durch die Notleine in Verbindung und der Junge oben muss mit feiner Hand jedes Zeichen richtig verstehen. Unser Taucher war inzwischen so tief, dass nur noch der Luftschlauch und die Blasen verrieten, wo er sich befand. Ich habe solch eine Blase auf ihrem Weg verfolgt. Je höher sie kommt, umso geringer der Druck. Sie dehnt sich aus, bis schließlich die inneren Kräfte überwiegen und sie sich zerteilt. Das war sozusagen die Fortpflanzung einer Luftblase. So beobachteten wir diesen Taucher eine Weile. Dann haben wir einen anderen besucht, der mit einem Unterwasserschneidebrenner arbeitete. Er schnitt damit eine große Öffnung in die Bordwand eines gesunkenen Schiffes, um so in einen bestimmten Innenraum zu gelangen. Es ist komisch, unter Wasser so eine richtige Flamme zu sehen. Man denkt unwillkürlich, der Mann könnte sich auch eine Zigarette anzünden. Ein Taucher war gerade damit beschäftigt, eine Sprengung vorzubereiten. Recht unbeholfen stapste er mit seinen schweren Bleischuhen über den lockeren, felsigen Grund, der bei jedem Schritt nachgab. Seine Aufgabe bestand darin, eine geballte Ladung von Dynamitpatronen in einer Felsspalte festzumachen. Die Zündung sollte dann durch ein elektrisches Kabel von oben erfolgen. Ich habe dem Mann einen kleinen Besuch abgestattet. Und weil er mich nicht bemerkte, bin ich zum Spaß wie ein großer Fisch an ihn herangeschwommen. Er war sehr entsetzt. Er ist dann auch gleich hochgeschwommen und dabei zeigte sich wieder, wie ungeschickt solch ein Skafander ist. Wir haben deshalb auch nie solch einen Taucheranzug verwendet. Man ist darin viel zu langsam und unbeholfen, um etwa Meerestieren folgen oder gar mit ihnen in irgendeinen engeren Kontakt treten zu können. Die Sprengung war nunmehr vorbereitet. Es genügte auf einen Hebel, ein Druck und schon erfolgte die Explosion. Endlich war unser Schiff klar und unsere Fahrt begann. Wir fuhren zunächst um das stürmische Kap Sunion durch die Meerenge von Chalkis hinauf zu den nördlichen Sporaden, einsamen und sehr entlegenen Inseln. Das hier ist Skiathos, Skopelos. Hier liegt das Wrack, wo ich dann meinen Unglücksfall hatte. Und das ist Steno, wo sich der vermeintliche Eingang zur Unterwelt befindet. Pelago, Jura, Piperi und das ist Psatura, unser eigentliches Ziel. So verließen wir also Piräus und nahmen Kurs auf Kap Sunion. Anfangs hatten wir gutes Wetter, doch sobald wir uns dem Kap näherten, pfiff uns ein scharfer Wind um die Ohren. Es war herrlich schön, wieder einmal dem unbestimmten Abenteuer entgegenzufahren. Bald waren wir auch am Kap. Vom Ufer grüßte uns der bekannte Tempel des Poseidon. Jenseits des Kaps wurde das Wetter ruhiger, sodass wir unsere letzten Vorbereitungen treffen konnten. Jörg bastelte an einer neuen Schießharpune, mit der er ganz besonders große Fische unter Wasser zu erlegen hoffte. Ich kann hinzufügen, der hat sich dann gar nicht bewährt. Dr. Beck und ich machten das Planktonnetz klar, mit dem wir wiederum die allerkleinsten Lebewesen des Meeres erbeuten wollten. Das ist hier Heinz Scherwe, der jüngste von uns, ein Bremer, der damals knapp vor seinem Steuermannsexamen stand. Hier ist er gerade mit nautischen Berechnungen beschäftigt, aber wenn ich ganz ehrlich sein soll, muss ich hinzufügen, dass er sich wohl nie so eifrig mit nautischen Dingen befasst hat, wie damals, als ich diese Filmaufnahmen von ihm machte. Sonst wusste er das Leben mehr von seiner angenehmen Seite zu nehmen. Mit einem Wort, ein lieber Kerl, aber ein arger Strick.
Der merkwürdigste von uns aber war der Xenophon. Denn bei ganz ruhiger See durch die Meerenge von Chalkis und näherten uns den kleinen vulkanischen Inseln von Litadonissia, da plötzlich schrie Xenophon, ein Hai schwimmt davon. Und kein anderer Ruf konnte uns mehr elektrisieren als dieser. Wir stürmten vor und tatsächlich dort vorn durchschnitt die Rückenfinne eines Hais das Meer. Das war der richtige Platz. 3 Minuten später waren wir im Wasser. Heinz schwamm nach links, Jörg und ich schwammen nach rechts, damit wir den Hai so zwischen uns bekämen. Wir suchten eine Weile, da plötzlich schrie Heinz, er sehe den Hai, der käme direkt auf uns los. Wir tauchten sofort und unsere Herzen pochten erregt, sollte wirklich schon unsere erste Unterwasserpirsch eine Begegnung mit dem Hai, dem König des Meeres, bringen? Aber wir haben ihn verfehlt. Als wir zur Stelle kamen, sahen wir gerade noch, wie Heinz und Alfred sich durch Zeichen verständigten, der Hai aber war verschwunden. Mir war das ganz recht, denn die Kamera funktionierte nicht und nichts ärgert mich so, als wenn ich einem Haifisch begegne und ihn nicht fotografieren kann. Wir schwammen nun weiter gegen das Ufer. Mit der wasserdichten Maske, die wir auf den Augen tragen, kann man unter Wasser völlig klar und scharf sehen. Das Wasser war hier kristallklar. Wir schauten auf eine Landschaft von wunderbarer Schönheit. Algenwälder im flimmernden Sonnenglanz, hochaufragende Felskuppen mit bunten Schwämmen bewachsen, Schluchten, Riffe, steile Felsabstürze. Es ist fürwahr ein fremdartiges Land, welches sich dort unten ausbreitet. Und wenn man zum ersten Mal in diese silberblaue Tiefe blickt, dann möchte man meinen, man sehe in eine völlig andere Welt. Doch diese sonnenfunkelnde Landschaft kann sich im Nu verändern. Verdeckt eine dunkle Wolke die Sonne, dann wird es mit einem Schlag dunkel und unheimlich, und wo eben noch flimmernde Reflexe tanzten, herrscht jetzt ein ungewisses Dämmerlicht. Die Landschaft hat jetzt ganz ihr plastisches Aussehen verloren. Das Licht ist milchig und eignet sich nur schlecht für Aufnahmen unter Wasser. Alfred übte sich inzwischen im freihändigen Filmen, das nur mit Flossen möglich ist, weil man nur mit ihrer Hilfe die Kamera vollkommen ruhig halten und die Aufmerksamkeit ganz dem Aufnahmeobjekt zuwenden kann. Beim Filmen muss man ja die Kamera völlig gerade halten. Denn schwankt man bei der Aufnahme, dann schwankt später auch das Bild auf der Leinwand und die Zuschauer, die werden seekrank. Mit den Flossen aber kann man jede Bewegung des Wassers ausgleichen, sodass die Kamera stets ruhig und gerade steht. Die Flossen sind übrigens aus Gummi und haben Stahleinlagen. Während also Alfred seine Kamera frisch aufkurbelte, ging ich mit der Fotokamera auf Fischjagd. Aber anfangs mit wenig Erfolg. Die Fische waren auffällig scheu. Schuld daran war offenbar die weiße Mütze. Ich habe sie abgenommen und dann ging es gleich besser. Ich beobachtete jetzt einen großen Lippfisch, der in einer Felsspalte seine Wohnung hatte. Anfangs war er scheu und ich musste lange warten, bis er wieder hervorkam. Er beäugte mich misstrauisch, schien zu überlegen, aber dann ist er doch wieder zurückgeschwommen. Aber meine Geduld und auch mein Atem waren noch nicht erschöpft und schließlich ist er dann wirklich hervorgekommen, gefolgt von einem kleineren Vetter, und ich habe die beiden noch längere Zeit beobachtet. Dabei geriet ich auf flacheren, von Algen bestandenen Meeresgrund und hier fand ich ein von Fischern ausgelegtes Netz. Doch es war fast kein Fisch darin. Die einst so überreichen griechischen Küsten sind heute arm an Fischen. Und zwar wegen eines Unwesens, das hier seit 20 Jahren im Schwange ist. Die Fischer werfen Dynamitbomben ins Meer und denken nicht daran, dass dadurch ja nicht nur die Fische, sondern auch ihre Brut vernichtet wird. Ganz in der Nähe gelangte ich in ein Quallenfeld. Zu Hunderten trieben hier diese zierlichen, glasartigen Gebilde unter der Oberfläche. Betrachtet man sie von unten, dann erkennt man die feinen Nesselfäden, mit welchen diese Tiere ihre planktonische Nahrung erbeuten und deren Berührung auch für den Menschen schmerzhaft ist. Außer diesen Quallen erfüllten noch Millionen winzig kleiner Nesseltiere das Wasser, und es gibt unter ihnen auch solche, die man gar nicht sieht. Man schwimmt ahnungslos, da plötzlich sticht es einem am Gesicht, am ganzen Körper. Man ist unversehens in eine Wolke dieser unsichtbaren Brennnesseln des Meeres geraten und hat nun seine liebe Not, sich vorsichtig wieder in normales Wasser zurückzutasten. Wir schwammen nun weiter hinaus zu einem Felskap. Das Wasser war hier ziemlich trübe, von der starken Brandung aufgewühlt. Es herrschte ein wahrer Regen planktonischer Tierchen und Pflänzchen und aufgewirbelter Suspension. Jenseits des Kaps
gelangten wir in eine sandige Bucht, wo zierliche Seenelken ihre feinen Tentakel entfalten. Das ist ja nett, wenn man die mit dem Finger anstupst, dann schwupps verschwinden sie tief im Sand, um sich erst später wieder zu entfalten. Aber dort drüben schwamm ja ein Rochen. Jörg hat ihn gleich verfolgt, aber nicht erwischt. Dabei sahen wir einen anderen, der ruhig im Sande lag. Den Jörg juckte zwar seine Harpune in der Faust, aber weil er so nett schlief, haben wir ihm nichts zuleide getan. Wir schwammen also weiter und gelangten in eine Felslandschaft, wo wir im überaus klaren Wasser bis über 40 Meter weit sehen konnten. Es gab auch dort wieder Fische, hauptsächlich Geißbrassen. Das sind große, nervöse Tiere, deren Verhalten immer zwischen Angst und Neugier schwankt. Einen Anblick beschaulicher Ruhe bot dagegen Mama Lippfisch mit ihren 6 kleinen Töchtern und ebenso eine Barbe, die mit ihren geschmacksempfindlichen Barteln den Grund auf seinen nahrhaften Gehalt hin prüfte. Ich blickte auch in eine Felsspalte und da gewahrte ich eine dunkle Gestalt, einen Schattenfisch. Ich bockte mir sogleich von Jörg die Harpune und pirschte von rückwärts in den Spalt. Jetzt konnte ich das Tier auch schon deutlich erkennen und schwupps, einige Sekunden später, hing der Schattenfisch bereits an der Leine und wanderte nach oben. Wir haben uns nun an der Oberfläche eine Weile ausgeruht und plauderten gemütlich. Da plötzlich gellten wieder aufgeregte Rufe von Heinz, ein wahres Indianergeheul, denn unter uns bewegte sich ein Tier, das wir noch niemals gesehen hatten. Ich erkannte aber sogleich, das war ein Adlerrochen. Schnell verständigten wir uns durch Zeichen und ich tauchte sogleich hinab. Es war ein unerhörter Anblick, wie dieses mächtige Tier mit seinen flügelartig erweiterten Brustflossen das Wasser schlug, ruhig und majestätisch wie ein großer Vogel. Wir haben das seltene Tier noch eine Weile beobachtet, doch dann wieder aus den Augen verloren. Mehrere Tage blieben wir in dieser schönen Gegend. Es war eine herrliche Zeit. Allmorgendlich tauchten wir hinunter in die klare, silberblaue Flut, die einen so liebevoll mit ihren feuchten Armen umfängt. Und jeder von uns übte fleißig die Kunst des lautlosen Untertauchens. Man lässt sich erst senkrecht untersinken und muss sich dann so herumdrehen und in die Tiefe schwimmen, dass man mit den Flossen nicht mehr über Wasser kommt und plätschert. Ebenso lautlos muss man auftauchen. Man schöpft Luft und lässt sich wieder unter Wasser gleiten, ohne dass merkbare Wellen verraten, wo man verschwunden ist. Auch Herr Dr. Beck übte sich in dieser schwierigen Kunst. Aber wenn er untertauchte, da wussten es alle Fische im Umkreis. Ich habe schon viele Schüler gehabt, doch nur die allerwenigsten haben gelernt, sich dem feuchten Element so anzupassen, dass ihre Bewegungen wirklich lautlos sind. Nur so aber ist es möglich, sich an Fische heranzuschleichen. Wie eine Schlange gleiten wir ins Meer. Jede Bewegung ist gleichmäßig und harmonisch. Wir schwimmen nicht nur mit den Armen und Beinen, sondern mit dem ganzen Körper, mit jeder Muskelbewegung. Wir haben in dieser interessanten Gegend den Meeresgrund genauer untersucht und dabei festgestellt, dass sich die meisten festsitzenden Tierformen nicht oben auf den Felsen vorfinden, sondern an ihrer Unterseite, an schattigen Überhängen, in Höhlen und Spalten, mit einem Wort dort, wo das Sonnenlicht nicht hindrängt. Blickt man hier in das mystische Dunkel, dann stößt man auf einen üppigen Bewuchs von Schwämmen, Korallen, Aszidien und Bryozoen und dazwischen wieder Stachelhäuter, Mollusken, Krebse und Fische. Es ist wirklich eine Lust, die Tiere hier in ihrer natürlichen Umwelt zu beobachten und zu sammeln. Wir suchten hier auch nach Badeschwämmen, die ja in Griechenland häufig sind. Das sind recht unförmige Klumpen, denen man es in ihrer Bewegungslosigkeit doch gar nicht anmerkt, dass es Tiere sind. Wie man einen echten Schwamm von einem falschen unterscheidet, haben uns Fischer gezeigt. Man muss daran kratzen. Löst sich dabei die zarte Oberhaut, dann ist der Schwamm gut. Den lässt man dann im Wasser liegen, bis die organische Substanz verfault ist und nur das Skelett aus Spongin verbleibt. Der Schwamm wird dann am besten mit den Füßen kräftig ausgetreten, sodann mit einem Messer gereinigt und gründlich ausgewaschen. Es dauerte nicht lang, da hatte jeder von uns seinen eigenen Badeschwamm. Der arme Dr. Beck hat seinen allerdings teuer erkauft. Er hat sich nämlich dabei lauter Seeigelstacheln eingetreten und die musste ihm nun Jörg einzeln herausoperieren. Jetzt kam auch wieder Heinz, der hatte 2 Steckmuscheln als Beute, die, wie wir vom Xenophon lernten, roh und nur mit etwas Olivenöl genossen, eine Delikatesse sind. Am nächsten Morgen unternahmen wir einen Ausflug nach dem Kap Aios Dimitrios, weil Xenophon behauptete,
dass es dort besonders große Zackenbarsche gebe. Etwa eine Stunde lang fuhren wir der romantischen Felsküste entlang und als wir uns dem Kap näherten, stellten wir den Motor ab, um die Fische nicht zu erschrecken. Wir wollten nämlich hier Filmaufnahmen drehen, auf denen man sieht, wie ein Zackenbarsch harpuniert wird. Um das Beschlagen unserer Maske zu verhindern, spucken wir sie immer an. Das ist nicht sehr appetitlich, aber wirkungsvoll. Ich ging nun gleich daran, die Gegend zu erkunden. Und während oben im Boot Jörg, der ja der Hauptdarsteller unserer Filmaufnahmen sein sollte, sich für seine Jagd bereit machte, tauchte ich hinab, um für den nötigen Partner, also für einen Zackenbarsch, zu sorgen. Der Grund lag hier etwa 8 Meter tief, war felsig zerklüftet und ich bemerkte auch wirklich gleich einen kleineren Zackenbarsch. Die Lichtverhältnisse waren ziemlich schwierig. Ich prüfte sie mit meinem Belichtungsmesser. So suchte ich eine Weile, da bemerkte ich einen ganz dicken Zackenbarsch, der unbeweglich vor seiner Höhle stand und wie geschaffen war für Jörgs Harpune. Diese hat übrigens eine lösbare Spitze, die dann im Fischkörper stecken bleibt. Ich machte Xenophon Zeichen, denn wir wollten das Boot genau oberhalb der Stelle verankern, an der sich der Zackenbarsch befand. Wegen auflandigen Windes musste der Anker weiter draußen geworfen werden, damit das Boot so von selbst in die richtige Stellung getrieben würde. Was das Ankern betrifft, so machen wir das natürlich nicht so wie die anderen Seeleute, die ihren Anker so einfach auf gut Glück über Bord schmeißen, sondern wir nehmen unseren Anker und bringen ihn selbst hinunter auf den Meeresgrund. Hier draußen war es allerdings beträchtlich tief, an die 14 Meter. Auch ein guter Sportmann kann in der Regel höchstens 8 oder 10 Meter tief tauchen. Dann wird der Druck auf dem Trommelfell zu stark. Durch Training und besondere Übungen konnten wir jedoch diese Leistung noch weiter steigern, sodass wir schließlich bis 18 und 20 Meter Tiefe vorgedrungen sind. Schwimmt man dann wieder empor, dann ist es ein herrliches Gefühl, wenn der starke Druck wieder vom Körper weicht. Alfred wurde inzwischen unser neuer gläserner Taucherhelm aufgesetzt. Die Luftzufuhr erfolgt durch einen Gummischlauch mittels einer Handpumpe. Die ehrenvolle Aufgabe des Pumpens hatten wir unserem eifrigen Heinz übertragen. Aber anfangs klappte es nicht. Alfred hielt inne und als Jörg ihn besuchte, da sagte er ihm, denn im Helm kann man ja sprechen und der Schwimmer kann das auch verstehen, dass er viel zu wenig Luft bekäme. Heinz war außerordentlich erfreut, als er hörte, dass er noch schneller pumpen sollte. Ich geleitete nun Alfred auf den Grund, denn im Taucherhelm kann man nicht senkrecht nach abwärts schauen und weiß darum nie, wohin man tritt. Es ist dann sehr unangenehm, wenn man mit dem empfindlichsten Körperteil womöglich gerade auf einem Seeigel landet. So führte ich also Alfred über den Meeresgrund zu der betreffenden Stelle, an der noch immer der Zackenbarsch stand. Wir näherten uns zwar sehr vorsichtig, trotzdem wurde das Tier unruhig und schwamm tiefer in seine Höhle. Das war natürlich dumm, denn jetzt blieb nichts anderes übrig, als dass Jörg eben den Zackenbarsch in seinem Loch harponieren sollte. Ich schwamm hoch und gab ihm einige dementsprechende Regieanweisungen, aus welcher Richtung er anpirschen und wie er am besten harponieren sollte. Dann gab Alfred das verabredete Einsatzzeichen, hob die Kamera und schon tauchte Jörg unter die Wellen. Es war für mich sehr spannend zu beobachten, wie er mit gleichmäßigen Flossenschlägen in die Tiefe pirschte. Alfred folgte seinen Bewegungen mit der Kamera. Ich konnte von oben aus der Vogelperspektive alles beobachten. Und jetzt war auch Jörg unten beim Zackenbarsch, harponierte, aber daneben. Und hintendrein der Alfred. Mit einem kühnen Sprung setzte er über eine Schlucht hinweg und machte sich auf die Verfolgung des Zackenbarsches. Ich war auch gleich unten und verlor vor Aufregung fast einer meiner Flossen. Ich hatte genau gesehen, der Fisch war gar nicht besonders weit entfernt unter einen Felsen geflüchtet. Es galt also nochmals an ihn heranzukommen. Dabei musste allerdings ein 5 Meter tiefer Abbruch überwunden werden. Aber das machte dem Alfred gar nichts. Der segelte frisch fröhlich in die Tiefe. Hier war es jetzt nicht mehr weit bis zum Zackenbarsch, der sich inzwischen offenbar wieder ganz beruhigt hatte. Letztendlich war alles zur Aufnahme bereit. Aber was war denn mit Alfred los? Voll böser Ahnungen schwimme ich hoch und traue meinen Augen nicht. Zündet sich der Bursche doch ein Zigarettchen an. Und noch dazu in aller Gemütsruhe. Und unten wartete Alfred umsonst auf Luft. Also ich schrie natürlich, aber er grinste bloß, behauptete später, das wäre ein wissenschaftlicher Versuch gewesen, wie lang es ein Mensch ohne Luft aushalten könnte. Aber dafür haben wir uns noch revanchiert.
Inzwischen war Jörg wieder unten, spähte ins Dunkel, stieß zu und diesmal hat er auch getroffen. Der Fisch hat sich zwar in seine Höhle verkrochen, trotzdem gelang es mit vereinten Kräften, ihn hervorzuziehen. Aus einer Wolke von Schmutz kam er zappelnd zum Vorschein. Es war ein kräftiger Bursche, sicher 5 Kilo schwer. Er hat uns dann zum Abendessen gut geschmeckt. Aber da unten hüpfte der Alfred ja schon wieder. War denn der völlig verrückt geworden? Ich tauchte hinunter und er stellte sich heraus. Dem Armen war bloß kalt geworden. Der trieb Gymnastik auf dem Meeresgrund. Etwas später haben wir noch eine besondere Stichaufnahme gefilmt. Man sieht hier, wie Jörg fast senkrecht in die Tiefe stößt und dann mit einem Mal schnellt der Arm vor und die Harpune hat auch das Ziel nicht verfehlt. Schon kommt das getroffene Tier hervorgeschossen. Die Harpunenspitze hat sich gelöst, die Beute hängt an der Harpunenschnur und wird nun am Stock hochgezogen. Tja, wenn man später dann im Kino solch eine Aufnahme zu sehen bekommt, dann huscht sie in Sekunden schnelle vorüber. Und kein Mensch macht sich eine Vorstellung, wie viel Mühe und wie viel Geduld es erfordert hat, sie aufzunehmen. In dieser Zeit hatte ich noch ein besonders schönes Erlebnis, als ich nämlich mein neues Schwimmtauchgerät erprobte. Dieses kleine Gerät ist in mancher Hinsicht den auf U-Booten verwendeten Tauchrettern ähnlich. Es brachte uns die Erfüllung unseres sehnlichsten Wunsches, nämlich länger unter Wasser bleiben und tiefer tauchen zu können und dabei doch unsere freischwimmende Beweglichkeit nicht zu verlieren, wie etwa im Skafander oder im Taucherhelm. Das Gerät ist so klein, dass man es bequem in einer Aktentasche unterbringen kann. Man schnallt es um und kann nun eine ganze Stunde lang unter Wasser verweilen. Dem Vordringen in die Tiefe ist allerdings eine Grenze gesetzt, weil wir nämlich reinen Sauerstoff atmen und die Wissenschaft behauptet, dass unter 2 Atmosphären Überdruck, also in 20 Meter Wassertiefe, der reine Sauerstoff für den menschlichen Organismus giftig wird. So, nun war alles soweit klar. Xenophon reichte mir noch meine Kamera, die ich mit einem Karabiner am Halsgurt befestigte, und schon ging es in die Tiefe. Ich ließ mich gleich 10 Meter weit hinabsinken. Es war ein herrliches Gefühl, einmal so ohne jegliche Art Not unter Wasser verweilen und sich doch vollkommen frei bewegen zu können. Jetzt war ich wirklich selbst zu einem amphibischen Wesen geworden und konnte mit den Fischen gleichen Weges ziehen. Auf dem Rücken oder auf dem Bauch konnte ich schwimmen, wie es mir beliebte. Ich konnte schweben, sitzen, drehen, hüpfen, liegen. Ich hätte mich sogar auf den Kopf stellen können. Doch was ist das? Was bedeutet dieses kleine weiße Ding, das da zwischen den Algen herumtanzt? Ein Blick nach oben belehrt mich. Hier ist ein Oktopodifischer am Werk, der mit einem Köder versucht, einen Polypen aus seiner Höhle hervorzulocken und ihn an den Haken zu fangen, die im Köder verborgen sind. Gespannt beobachte ich, und da züngelt auch wirklich ein Arm hervor, hat aber den Köder wieder losgelassen. Ich schwamm jetzt hoch, um dem Fischer meinen Gruß abzustatten. Doch es starrten mir durch den Guckkasten so unbeschreiblich erstaunte und entsetzte Augen entgegen, als wäre ich der leibhaftige Wassermann. Ich schwamm also weiter und gelangte nun in eine wunderschöne Felslandschaft, wo große Schwärme fetter Goldstriemen herumspazierten. Hier setzte ich mich regungslos nieder, vom Meeresgrund kaum zu unterscheiden, und beobachtete nach Herzenslust. Große Marmorbrassen zogen vorbei und verschwanden buchstäblich, indem sie bloß eine Wendung vollführten. Das ist ein Trick dieser Fische, um so ihren Angreifern zu entgehen. Und dann eine erneute Wendung und sie sind plötzlich wieder da, immer in Reihe und Glied exerzierend. Gerade über das Zusammenleben der Fische im Schwarm ist noch wenig bekannt, weil sich unsere Kenntnisse fast ausschließlich auf Aquariumbeobachtungen beschränken. Wir dagegen konnten die Tiere in ihrer natürlichen Umwelt studieren, weil wir eben selbst wie Fische mitten unter ihnen lebten. So schwamm und beobachtete ich. Da bemerke ich plötzlich wieder einen Polypen. Es ist derselbe, der früher noch in der Höhle saß. Jetzt hängt er bereits am Haken, doch kann ihn der Fischer nicht hochziehen, weil er sich mit seinen Saugnäpfen am Grund festhält. So gleitet denn dieser schleimige Körper mit seinen langen Fangarmen über den Grund, versucht offenbar noch eine schützende Höhle zu erreichen. Ich kann alles aus nächster Nähe gut beobachten und den Abschluss habe ich in Zeitlupe gefilmt. Hier hat der Fischer den Polypen hochgerissen und zieht ihn empor, trotz aller Gegenwehr. Ich sende einen Glückwunsch nach oben, dann wende ich mich ab, denn heute habe ich einen besonderen Plan. Ich will nämlich versuchen, ob es nicht trotz des reinen Sauerstoffs, den ich atme,
möglich ist, weiter als 20 Meter hinabzutauchen. Dort unten gibt es sicherlich noch viel größere Fische und noch viel buntere Schwämme und Korallen. Mein Gott, vielleicht hat sich die Wissenschaft geirrt. 25 Meter Tiefe ist es schon ziemlich dunkel. Fischschwärme begleiten mich, die Tiere zeigen keine Angst. Und noch weiter hinab führt mein Weg. Wenn man von hier unten emporblickt, dann sieht man keine Wellen mehr und auch das Boot nicht, welches oben fährt. Man ist vollkommen allein. Und merkwürdig, allmählich entglitt mir die Fähigkeit des logischen Denkens. Ich sah zwar die Dinge der Umwelt noch genau, ich erkannte sie auch noch, aber ich machte mir gar keine Gedanken mehr darüber. Ich war in einem vollkommen traumhaften Erleben befangen und hatte darauf vergessen, dass ich dieser Welt selbst gar nicht angehörte. Ich hatte auch jegliche Hemmungen verloren. Ohne an irgendeine Gefahr zu denken, kroch ich in eine tiefe Spalte. Es war mir gerade so in den Sinn gekommen, doch einmal nachzusehen, wie es dort drinnen aussieht. Und dort war es dann auch so schön und so gemütlich, dass ich gleich dort geblieben bin und mich eine Zeit lang ausgeruht habe. Weiß Gott, wie lange ich dort geblieben bin. Später tauchte ich dann noch weiter hinab. Aber schließlich in 35 Meter Tiefe überfiel mich ein Gefühl der Angst. Eine innere Stimme sagte mir, jetzt ist es genug. Noch einmal wandte ich den Blick nach abwärts. Ich konnte von hier aus bis 50 Meter Tiefe sehen. Dann kehrte ich wieder zurück. Durch Schluchten, durch ganz fantastische Landschaften führte mein Weg. Ich begegnete wieder meinen Freunden, den Marmorbrassen. Und je höher ich kam, umso heller wurde es wieder, bis schließlich gleißendes Sonnenlicht mich umfing. Ich stieß mich vom Boden ab und schwebte die letzten Meter empor, den Genuss voll auskostend. Und jetzt, da mir die Fähigkeit des logischen Denkens wieder zurückkehrte, wurde mir erst klar, dass ich mit reinem Sauerstoff ganze 35 Meter tief getaucht war und trotzdem keinen Schaden davongetragen hatte. Als ich aufblickte, sah ich wieder meinen Freund, den Oktapoli-Fischer, aber diesmal Oberwasser. Es ist dort Sitte, gefangene Polypen durch einen Biss zu töten. Und weiter ging unsere Fahrt, und zwar nach der Insel Skiathos. An Bord brach ein plötzlicher Reinlichkeitsdrang aus, denn in Skiathos gibt es bekannt schöne Mädchen. Und wenn man beobachtete, mit welcher Liebe Xenophon seine Füße pflegte, dürfte man annehmen, dass auch ihm das nicht gleichgültig war. So veredelte jeder sein Äußeres, soweit es eben möglich war, und Alfred sorgte nicht nur für die eigene Frisur, sondern beglückte auch uns mit seiner Kunst. Er tat dies zwar mit großer Liebe, er hat uns aber trotzdem furchtbare Scharten in die Haare geschnitten. Jörg wieder pflegte seinen Bart. Er war in seinem Stolz so befangen, dass er es durchaus nicht zugeben wollte, dass mein Bart natürlich das Schönere war. Und schon ging es an den Olivenhainen der Insel entlang. Da rief Xenophon, Yasu, denn er sah seine zweite Heimat wieder, das kleine Städtchen Skiathos, in dem er so viele Jahre als Fischer gelebt hatte. Die Menschen leben hier vom Olivenbau und Fischfang. Und als wir an Land gingen, da kamen die Kinder herbei und überall hieß es freudig, der Xenophon wäre wieder zurückgekehrt. Am Abend wurde dann ihm zu Ehren ein großes Fest gefeiert und wir waren sehr froh über das gute Einvernehmen mit der Bevölkerung, das uns ja nur von größtem Nutzen sein konnte. Und wirklich, schon am nächsten Tag vermittelten uns die Fischer ein besonderes Erlebnis. Wir verfolgten eine Schildkröte. Die Fischer hatten sie bei den Riffen aufgestöbert und jetzt ging es in wilder Fahrt hinter ihr her. Jörg und Heinz wollten es den Südsee-Insulanern gleichmachen und das Tier unter Wasser mit der Hand fangen. Schildkröten sind ja luftatmende Reptilien und müssen darum immer von Zeit zu Zeit wieder an die Oberfläche kommen, um dort frische Luft zu holen. Im Boot herrschte ein tumultöses Geschrei. Jeder feuerte den anderen an. Denn wir hatten den Fischern für den Fall, dass uns die Schildkröte nicht entkäme, ein großartiges Geschenk versprochen, nämlich Rizinusöl, das dort als Mangelware in höchstem Kurs stand. Es war also im Grunde genommen eine doppelte Jagd. Wir jagten nach der Schildkröte, die Fischer aber nach dem Rizinus. Den Mann am Bug, den nannten wir den Raubmörder. Das war ein ganz wilder Geselle. So jagte das Boot gute 20 Minuten lang hinter der flüchtenden Schildkröte einher. Das Tier schwamm kreuz und quer, doch dann verlangsamte sich das Tempo und schwupps waren nun auch Jörg und Heinz im Wasser und die Jagd begann. Das war aber gar nicht so einfach. Die Schildkröte, die war zwar schon sehr ermattet, schwamm aber noch immer recht eifrig
Jedenfalls schneller als der Jörg. Und außerdem wollten wir ja nicht nur das Tier fangen, sondern diese Szene zur gleichen Zeit auch filmen. Wir mussten deshalb die Schildkröte zwischen uns bekommen. Das ist uns aber auch gelungen. Hier ist die Schildkröte und da ist Jörg und schon hat er sie. Und oben große Freude, wie man sich vorstellen kann. Es war eine Suppenschildkröte. Diese Tiere sind gar nicht ungefährlich. Die haben einen bösen Schnabel, vor dem man sich in Acht nehmen muss. Während die Unterwasseraufnahmen in Zeitlupe gedreht waren, zeigen diese Bilder nun den wirklichen Kampf, wie er an der Oberfläche entbrannte. Der Jörg, der wollte immer rauf, aber die Schildkröte, die wollte immer runter. Und so ging es immer auf und nieder. Zuletzt gelang es aber doch, sie herauszuziehen. Wir tauften sie Jonathan und wollten sie einem Zoo mitbringen. Aber am Schluss hat sie dann doch in einem Suppentopf geendet. Ein verwegenes und fröhliches Leben war es, das wir führten. Jeder Tag brachte neues Erleben, manchmal aber auch eine ernste Gefahr. Es war bei Eleftheri. Da fanden wir einen Platz, wo die Mastspitze eines vor 8 Jahren gesunkenen Schiffes aus dem Meer ragt. Wir machten unseren Kahn daran fest und besahen uns die Sache einmal von Unterwasser. Solch ein Wrack bietet dem Biologen ein interessantes Arbeitsfeld. Weil man ja weiß, wie lange es unter Wasser liegt, kann man das Alter der darauf angesiedelten Tier- und Pflanzenformen bestimmen und man kann auch untersuchen, welche Faktoren hier bei der Bildung einer neuen Lebensgemeinschaft maßgebend sind. Es war ein merkwürdiges Gefühl, den Blick den Mast entlang in die Tiefe gleiten zu lassen. Immer dunkler wurde es da unten, bis sich dann das Ende im Ungewissen verlor. Diesmal verwendete Alfred einen eisernen Taucherhelm, der sich besser bewährt hat als jener aus Glas. Solch ein Helm ist im Prinzip eine kleine Taucherglocke, die über den Kopf gestülpt wird. Da er nach unten zu offen ist, steht die Luft im Helm unter dem gleichen Druck wie der Körper des Tauchers, sodass er normal atmen kann. Luft gab es diesmal genug, denn wir hatten uns inzwischen eine richtige große Taucherpumpe angeschafft. Ich selbst verwendete wieder das kleine Tauchgerät und war schon sehr gespannt, was wir dort unten wieder alles erleben würden. Hier sollte sich ein Jugendtraum von mir erfüllen, nämlich selbst mit eigenen Augen solch ein versunkenes Schiff zu sehen. Endlich waren wir unten und gelangten in 20 Meter Tiefe auf das Deck. Es herrschte hier eine ganz mystische Beleuchtung. Wie mochte es wohl gewesen sein, damals als das Schiff versank? Hier hat wohl der Steuermann gestanden, im ohnmächtigen Kampf gegen das tobende Meer. Jetzt ist es hier ganz ruhig geworden. Und es herrscht ewiges Schweigen. Vorsichtig dringe ich in das Schiffsinnere vor, denn weiß Gott, was dort jetzt für Tiere hausen. Über die Stiege hinab gelange ich zum Promenadendeck. Ja, hier sind einst die Passagiere promeniert und dann in jener furchtbaren Nacht angsterfüllt zu den Rettungsbooten geeilt. Jetzt haben Fische hier ihr Zuhause und Algen schmücken die Fenster. Ich schwamm dann noch ein Stück weiter nach rückwärts. Da sah ich unter mir die riesige Schiffsschraube. Und gleich daneben hockte Alfred, der hatte sich das Netz herunterkommen lassen und machte Aufsammlungen an der Bordwand. Wie ich ihn so beobachte, da bemerke ich plötzlich in der Ferne ein Tier, einen Hai. So schnell ich kann, schwimme ich auf ihn los. Es ist ein großer Bursche, über 3 Meter lang. Ich komme näher, filme. Und ich konnte freilich nicht ahnen, dass ich kaum eine Stunde später leblos über Deck getragen wurde. Ja, es hat gar nicht viel gefehlt. Und ich hätte bei diesem Wrack von Eleftheri mein letztes Unterwassererlebnis gehabt. Es hat sich dies etwa so abgespielt. Ich war also unten beim Mast umhergeschwommen, hatte auch den Hai wieder aus den Augen verloren und gelangte nun zum Vorderteil des Schiffes. Dabei befiel mich bereits eine merkwürdige Unruhe. Aber es war zunächst noch gar kein Grund dazu vorhanden. Ich kam nun zum Bug und von hier tauchte ich hinab auf das Riff, auf welchem das Schiff aufliegt. Es war eine ganz seltsame, fast gespenstische Landschaft. Der Meeresgrund ist hier von tiefen Schluchten durchzogen und überall auf den Felsen üppiger Bewuchs. Es war hier zwar schon 25 Meter tief, trotzdem ließ ich mir das Netz herunterkommen und sammelte nach Herzenslust. Hier etwa leuchtend orangefarbige Hornkorallen, die man nur sehr selten mit Schleppnetzen zutage fördert. Sie sind weich und schmiegsam, weil diese Tiere ein elastisches Hornskelett abscheiden. So sammelte ich eifrig, doch war diese Arbeit nicht ungefährlich, denn im üppigen Bewuchs der Felsen halten sich Teufelsköpfe verborgen, Fische
die an giftige Rückenflossenstacheln gefürchtet sind. Die Gegend war so schön, dass ich trotz der großen Tiefe immer weiter schwamm. Besonders begeisterten mich Rettiporen, die aussehen wie rote Rosen. Diese leicht zerbrechlichen Tierstöcke, von denen ich später noch mehr erzählen will, sind bisher in den Netzen fast immer nur als Fragmente zutage gekommen. Ich aber konnte sie vorsichtig ablösen und konnte auch erstmalig genaue Fundortangaben festhalten. So sammelte ich in 25 Meter Tiefe, da überfiel mich ein unheimlicher Zustand. Ich konnte nicht mehr richtig sehen. Wo ich auch hinblickte, waren weißliche Flecken in meinem Gesichtsfeld. Im ersten Impuls schwamm ich natürlich hoch und da wurde es auch etwas besser. Aber dann dachte ich mir, du musst doch schließlich auch die Mängel deines Gerätes kennen. Und so bezwang ich mich und tauchte nochmals hinab, um die Erscheinung an mir selbst zu studieren. So wurde ich zu meinem eigenen Versuchskaninchen. Tatsächlich stellten sich die Sehstörungen fast augenblicklich wieder ein, wurden immer stärker und stärker. Und ich mochte etwa eine Minute lang gewartet haben. Da begann plötzlich alles um mich zu kreisen und zu wirbeln. Ich versuchte noch hochzuschwimmen, aber da wurde ich gelähmt und verlor das Bewusstsein. Zum Glück bin ich hochgetrieben und zufällig hat mich Jörg zwischen den Wellen gesehen und gerade noch zur rechten Zeit herausgeholt. Dieser Unglücksfall hat uns gezeigt, dass man mit reinem Sauerstoff doch nicht tiefer als 20 Meter tauchen darf, beziehungsweise nur kurze Zeit und ohne schwere Arbeit. Durch mein Experiment aber war erwiesen, dass die Symptome dieser Sauerstoffvergiftung noch früh genug auftreten, sodass man an und für sich noch rechtzeitig wieder hochschwimmen kann. Als ich nach etwa 2 Stunden wieder mein Bewusstsein erlangte, musste ich zu meinem Erstaunen feststellen, dass ich mein Gedächtnis verloren hatte. Das hat sich aber zum Glück in den nächsten Tagen wiedergefunden. So bietet unsere neue freischwimmende Tauchmethode wohl unabsehbare neue Möglichkeiten für Forschung und Wirtschaft. Doch müssen diese auch durch neues Risiko erkauft werden, indem nämlich der Taucher zur besseren Beweglichkeit mit der Oberfläche in gar keiner Verbindung steht. Er verschwindet unter den Wellen und man muss nun eben eine ganze Stunde lang warten und hoffen, dass er irgendwo wieder ans Tageslicht kommt. Im Anschluss an diesen Tauchunfall begann Jörg mit allerlei Untersuchungen, die jedenfalls für ihn angenehmer waren als für uns, weil er eben der Untersuchende, wir aber die Versuchskaninchen waren. Nur einmal freuten sich alle, nämlich an jenem Tag, an dem der Heinz das Versuchskaninchen war. Diesmal wollten nämlich wir feststellen, wie lange es ein Mensch ohne Luft unter Wasser aushalten kann. Gewöhnlich kann auch ein guter Sportmann höchstens 2 Minuten lang den Atem anhalten. Ebenso lang unter Wasser zu schwimmen ist viel schwieriger, weil durch die Arbeit mehr Sauerstoff verbraucht wird. Wir haben nun aber festgestellt, dass durch eine besondere Atemtechnik diese Leistung noch weiter gesteigert werden kann. Man muss nur vor dem Untertauchen 2 Minuten lang tief atmen. Dadurch wird nicht, wie der Laie vielleicht glaubt, das Blut mit Sauerstoff übersättigt. Das ist gar nicht möglich, weil die roten Blutkörperchen nur eine ganz bestimmte Menge Sauerstoffs binden können. Es werden vielmehr die Stoffwechselschlacken des Körpers, also der Kohlendioxidgehalt des Blutes, derart herabgemindert, dass das Atemzentrum im Rückenmark nicht mehr gereizt wird, sodass man über 1 Minute lang gar nicht mehr das Bedürfnis zum Atmen hat und sich die Gesamtleistung entsprechend steigert. So war es auch bei Heinz. Auch er hatte zunächst gar kein Bedürfnis zu atmen und ließ es sich ruhig gefallen, dass ihm Jörg den Puls fühlte. Aber dann, so nach 2 Minuten, hat sich dieses Bedürfnis doch wieder eingestellt. Aber Jörg war unerbittlich. Der hielt ihn wie in einem Schraubstock fest und ließ ihn nicht früher los, bevor nicht die Untersuchung beendet war. Der arme Heinz kam völlig erschöpft nach oben. Diese Versuche haben gezeigt, dass Faktoren wie Temperatur des Wassers, Ernährung und so weiter auf die Tauchdauer von Einfluss sind. Die besten Leistungen wurden bei nüchternem Magen erzielt. Jörg fand großen Gefallen an diesen Untersuchungen und wollte schließlich sogar unseren Blutdruck unter Wasser messen. Aber da haben wir dann gestreikt und ihm empfohlen, er soll doch nur selbst hinuntertauchen und dann unten seinen eigenen Blutdruck messen. Aber das hat er nicht wollen. Und weiter ging unsere Fahrt. Die Sonne lachte vom Himmel und Delfine spielten vorne am Bug. Das sind besonders nette und adrette Tiere, die in ihrer Schnelligkeit sogar noch den Hai übertreffen. Nähert man sich ihnen unter Wasser, dann hört man ein fröhliches Quieken. Vielleicht werden sie deshalb Schweinsfische genannt. Am späten Nachmittag erreichten wir die schroffe Felsküste der Insel Pelago,
die als einzige einen guten Hafen besitzt. Dort ließen wir unser Schiff zurück und fuhren mit einigen kleineren Booten hinüber zur Insel Psatura, die wir dann am nächsten Abend erreichten. Zu unserer Begrüßung hatten sich bereits die beiden einzigen Bewohner der Insel eingefunden, der Leuchtturmwärter und sein Weib. Wir beeilten uns nun, unseren Krimskrams an Land zu bringen. Wir hatten ein ziemlich umfangreiches Gepäck, weil wir mehrere Wochen im Psatura bleiben wollten. Darüber freute sich der Leuchtturmwärter, dem es hier, nur in Gesellschaft von Weib und Leuchtturm, jedenfalls sehr langweilig ist. Von unserem Zeltplatz hatten wir eine schöne Aussicht nach der Insel Jura, von der die Sage behauptet, dass dort Odysseus seinen Kampf mit Polyphem, dem Zyklopen, hatte. Zuletzt wurde noch das Wasserfass an seinen Platz gebracht und als die Sonne im Meer versank, war das Lager fertig. Abends saßen wir noch lange unten am Meer und spätisierten, welche Abenteuer uns wohl hier wieder beschieden sein würden. Am nächsten Morgen rekognoszierten wir unsere Insel. Teilweise ist sie von dichtem Gestrüpp überdeckt, durch das man nur schwer hindurchkommt, dazwischen wieder kahle Felsflächen, nur von spärlichen Kräutern und Schierlingsstauden bewachsen. Bäume gehören zur Seltenheit. An Tieren begegneten wir nur den Kühen und den Maultieren des Leuchtturmwärters und außerdem zahllosen Stechmücken, die es aber zum Glück nur auf den Heinz abgesehen hatten. Ich glaube, der hat ein besonders süßes Blut. Jedenfalls haben wir ihn dann bei allen Spaziergängen immer mitgenommen, weil wir dann sicher sein konnten, dass alle auf ihn gingen, uns aber in Ruhe ließen. Wir sind auch auf den Leuchtturm hinaufgestiegen. Von hier oben sieht man erst, wie kahl und öde die Insel ist. Der Südostteil ist völlig flach, vom schwarzen Lavagestein aufgebaut. Eines Morgens unternahmen Jörg und ich einen Ausflug nach der viel unzugänglicheren Nordwestküste der Insel, denn dort gibt es einen ganz geheimnisvollen Platz. Einer der Fischer, die bei Nacht gekommen waren, um hier ihre Netze zu flicken, fragte ich um den Weg. Der Mann wusste auch Bescheid. Er sagte, ja, dort drüben, jenseits des Kaps, dort sollten wir suchen. Dort wäre dieser Platz. Wir bedankten uns herzlich und machten uns auf die Wanderschaft. Es war ein schlechter Weg über Stock und Stein und schließlich gelangten wir auf den Grat einer steilen Felswand und als wir von dort niederschauten, sahen wir unter uns das schäumende Meer, das hier gegen schwarze Lavafelsen brandet. Satura ist eine Insel vulkanischer Herkunft mit einer sehr bewegten geologischen Vergangenheit. Einstmals, so wird behauptet, lag die Insel bedeutend höher und damals soll sich auf ihr eine Stadt befunden haben, die dann durch eine Katastrophe ins Meer versunken ist. Das haben uns griechische Schwammtaucher erzählt. Die behaupten, man könne die Ruinen noch auf dem Meeresgrund erkennen. Sie wüssten das genau, sie wären schon selbst öfters unten gewesen, denn dort in den verfallenen Gemäuern, dort gäbe es besonders schöne Schwämme. Man kann sich vorstellen, wie uns der Gedanke, selbst diese versunkene Stadt zu besuchen, faszinierte. Wir beeilten uns, ich war als erster fertig, ließ mich ins Wasser gleiten und erblickte unter mir eine wunderschöne Landschaft mit Schluchten und Höhlen. Jörg folgte sogleich nach, aber er hat in der Eile sein Messer am Land vergessen und das hätte ihm fast das Leben gekostet. Ich machte ihm Zeichen, dass unter einem Felsen ein großer Fisch stünde, den könne er harponieren. Ich pirschte inzwischen von der anderen Seite in die Höhle, um ihm den Fisch so zuzutreiben. Aber der war mit einem Mal verschwunden, hatte sich wahrscheinlich in einer Seitenhöhle versteckt. Ich bin dann noch eine Weile in diesen Lavagrotten umhergeschwommen und als ich daraus wieder hervorkam, da sah ich über mir große Quallen. Diese Tiere haben uns immer fasziniert. Man bedenke, diese gallärtigen Körper bestehen zu über 99% aus Wasser. Und trotzdem besitzen sie komplizierte Fangapparate, Muskelfasern, ja sogar hochentwickelte Sinnesorgane, Nervensubstanz und richtige Reflexerscheinungen. Denkt man, da man solches sieht, nicht unwillkürlich, was ist denn das bloß, diese geheimnisvolle Harmonie, diese Kraft, Leben, die so viel tote Substanz in geregelte Form und Bewegung zwingt? Außer dieser ziemlich häufigen Quallenart, deren Berührung nicht weiter schmerzhaft ist, begegneten wir auch Tieren, die mit besonderen Nesselfäden ausgerüstet sind, die bis über 2,5 Meter lang werden. Damit fangen diese Tiere wie in einem Netz ihre planktonische Nahrung. Diese Qualle hatte hier allerdings dabei einen kleinen Fehlgriff getan, indem sie nämlich statt Plankton eine andere Qualle gefangen hat, die noch größer war als sie selbst. Das war jedenfalls ein Missverständnis.
das aber wahrscheinlich beiden das Leben gekostet hat. Wir schwammen nun weiter in tieferes Wasser, weil wir hofften, hier die versunkene Stadt zu finden. Der Meeresgrund besteht hier nicht mehr aus Lava, sondern ist von leuchtend weißem Fels gebildet, der aber auch von mancherlei Höhlen durchzogen wird. Jörg schwimmt prinzipiell in jedes solche Loch hinein, weil er sich jedes Mal einbildet, darin würde er nun den ganz großen Zackenbarsch finden. Diese Höhlen sind meistens ziemlich lang, sodass man schon recht froh ist, wenn man auf der anderen Seite wieder heil ans Tageslicht kommt. Da wir jedoch nirgends etwas von einer versunkenen Stadt sahen, beschlossen wir getrennt weiterzusuchen. Jörg schwamm in einer und ich in der anderen Richtung, und ich mochte etwa 10 Minuten lang geschwommen sein, da bemerkte ich inmitten einer stark bewachsenen Landschaft den gewundenen Leib einer giftigen Muräne, des mir am meisten verhassten Tieres, die mir wie eine Kobra entgegendrohte. Doch was war das? Ich hörte plötzlich so ein merkwürdiges Klopfen. Es hatte sich in der Zwischenzeit Folgendes abgespielt. Jörg, der ja in anderer Richtung geschwommen war, hatte einen Zackenbarsch gesehen, pirschte an, stach zu, und er hatte auch getroffen, doch galt es jetzt erst, die Beute zu bergen. Der Fisch hatte sich tief in einer Spalte verkrochen, und trotz aller Bemühung gelang es nicht, ihn von dort hervorzuziehen. Dies Verhalten ist für Zackenbarsche charakteristisch und hat uns schon oft unsere Harpunenspitze gekostet. Das drohte auch hier. Nun handelte es sich aber dummerweise gerade um Jörgs Lieblingsspitze, die er auf keinen Fall preisgeben wollte. Er setzte also alles daran, den Fisch doch noch zu bergen. Er tauchte immer wieder hinunter und versuchte sein Möglichstes, aber es war wie verhext. So schuftete Jörg eine Weile, und da hat sich ihm unbemerkt eine Schlinge um das Bein gelegt. Er griff nach dem Messer. Oh weh, das hatte er vergessen. Den Knoten zu öffnen erwies sich als aussichtslos. Der hatte sich viel zu fest zusammengezogen. Blieb also nichts übrig, als nochmals hinunterzutauchen und erneut zu versuchen, die Spitze mit aller Kraft herauszureißen. Aber die hielt fest wie Eisen. In diesem Augenblick verzweifelter Atemnot hätte Jörg fast seine Nerven verloren und dann wäre es sicherlich um ihn geschehen gewesen. Aber er bezwang sich, noch einmal ruhig zu überlegen. Und da bemerkte er zufällig 2 Steine und mit denen wollte er das Seil auseinanderschlagen. Aber welch aussichtsloses Beginnen. Wir hatten uns ja gerade mit Absicht die allerbeste Leine gekauft. Und trotzdem war dies seine Rettung. Dies Klopfen nämlich, habe ich gehört. Und mir schwante gleich nichts Gutes. Schnell und ohne zu überlegen, schwamm ich in die betreffende Richtung. Und es war auch wirklich schon allerhöchste Zeit. 1 Minute später wäre schon zu spät gewesen. Er war völlig erschöpft. Ich schwamm so schnell ich konnte. Und schließlich erreichte ich auch die Stelle, riss das Messer aus der Scheide und ein Streich. Und erlöst schwammen wir beide nach oben an die so heiß ersehnte Luft. Der arme Jörg, der war so belämmert, dass er sich kaum allein über Wasser halten konnte. Aber einige tiefe Atemzüge und es wurde gleich wieder besser. Jörg ist ein merkwürdiger Kauz. Solange ich ihn kenne, habe ich es nicht erlebt, dass er einmal sein Gleichmut verlor. Auch diesmal war es so. Das Einzige, was er sagte, war die schöne Spitze. Und damit war für ihn die Sache offenbar erledigt. Ich trug damals stets einen wasserdichten Sack bei mir. Der kam uns diesmal sehr gelegen, denn er enthielt die beste Medizin, die Jörg jetzt nötig hatte, nämlich fein säuberlich verpackt und staubtrocken, ein Brot mit Speck, das er sich auch mit befriedigendem Appetit zu Gemüte geführt hat. Inzwischen öffnete ich die Kamera, um einen neuen Film einzulegen. Da dies jedoch bei völliger Dunkelheit geschehen muss, hatte ich auch stets eine kleine Dunkelkammer bei mir, und zwar in Form eines Wechselsackes. Ach, herrlich schön war doch diese Zeit. Schade nur, dass sie schon vergangen ist. Es ist mir damals oft bewusst geworden, wie erhebend und beglückend doch solch einfaches Leben ist, wie leicht man das Glück finden kann, draußen in der Natur. Nachdem wir uns eine Weile ausgeruht hatten und Jörg wieder frisch bei Kräften war, beschlossen wir, unseren Erkundungsschwumm fortzusetzen. Wir dachten nicht mehr so sehr an die versunkene Stadt, sondern Jörg fieberte danach, die giftige Muräne zu erlegen. Denn seitdem er einmal von einer Muräne angefallen worden ist, hasst er diese tückischen Tiere wie die Pest. Und wieder umfing uns die Meerestiefe mit dem unwirklichen Zauber ihrer märchenhaften Schönheit. Und wieder umtanzten uns die Sonnenkringel in den bunten Reigen. Und wir schwammen dann auch in tieferes Wasser. Doch all unser eifriges Suchen nach der Muräne blieb erfolglos. Und da, als ich es am allerwenigsten erwartete, erblickte ich unter mir
die Reste der versunkenen Stadt. Die Fundamente und Straßen, wir tauchten sofort hinab. Doch da zeigte sich, dass die Trümmer, die wir hier fanden, nichts mit der versunkenen Stadt zu tun hatten. Es waren die Reste zweier Schiffe, die hier vor langer Zeit, und zwar merkwürdigerweise beide am gleichen Platz gesunken sind. Ich schwamm eine Weile in diesen Trümmern umher, da bemerke ich plötzlich wieder eine Muräne, die eben aus ihrem Loch hervorgekommen ist. Vorsichtig mache ich Jörg ein Zeichen, da ist er auch schon mit stoßbereiter Harpune. Ich kann die Muräne deutlich erkennen. Sie funkelt mir mit ihren tückischen Augen entgegen und wie ich näher komme, zieht sie sich geifernd zurück. Jetzt ist es höchste Zeit. Ich bin jetzt selbst schon ganz erregt von dem Jagderlebnis, das uns nunmehr bevorsteht. Da ist auch schon Jörgs Harpune. Er stößt zu. Hat er sie nun oder hat er sie nicht? Die Spitze hängt, aber wo ist die Muräne? Ah, da kommt sie schon, schlägt zappelnd um sich. Aber das Seil hat sich verhängt und Jörg steht nun vor der schwierigen Aufgabe, das rasende Tier freizumachen. Es ist recht kühn von ihm, so einfach mit der Hand hinzugreifen. Aber es gelingt und er zieht die Beute hoch, wobei er jedoch peinlichst darauf achtet, dass ihm das Tier nicht zu nahe kommt, denn er hat es ja schließlich schon einmal an sich selbst erlebt, wie völlig unerwartet diese Tiere angreifen. Kurz darauf sahen wir eine zweite Muräne und diesmal macht es Jörg schon besser und zog sie gleich aus ihrem Versteck hervor. Man muss sich vor diesen Tieren teuflisch in Acht nehmen, denn einerseits ist der Biss giftig, sodann wussten wir aber auch, wo eine solche Muräne erst einmal zugebissen hat, da lässt sie nicht mehr los, da verbeißt sie sich immer tiefer und tiefer ins Fleisch. Und plötzlich, vielleicht wegen des ausströmenden Blutes, schlängelten sich überall Muränen über den Grund. Und Jörg hat eine Jagdleidenschaft ohnegleichen gepackt. Eine Muräne nach der anderen zog er aus ihrem Loch. Das sind übrigens keine Schlangen, wie man glauben möchte, sondern Fische. Das sind die gleichen Tiere, von denen die Sage behauptet, im alten Rom hätte man sie mit Sklaven gefüttert. Zufällig war gerade ein Fischerboot zur Stelle und Jörg gab ihnen die Beute. Die Männer waren sehr erregt, denn kein Tier hassen sie mehr als die schwarze Tante. Sie feuerten Jörg an, noch mehr zu erlegen. Und der ließ es sich nicht zweimal sagen, stieß zu. Und wieder zappelte solch ein grüner, schleimiger Leib an der Leine. Es war eine Schlacht sondergleichen. Diese Muräne, die hatte gerade einen Fisch verspeist. Den spuckte sie jetzt aus. So tobte also sowohl unter als auch über dem Wasser eine heftige Schlacht. Und fast zur gleichen Zeit wurde auch auf der Insel eine Schlacht geschlagen, unter dem Kommando des Dr. Beck. Hier galt es allerdings nicht giftigen Muränen, sondern weit harmloseren Tieren, nämlich Eidechsen, die wir dort für eine wissenschaftliche Untersuchung sammelten. Es ist nämlich sehr interessant, ob auf benachbarten Inseln die gleichen Arten oder Rassen von Landtieren vorkommen, weil man daraus auch Rückschlüsse auf das Alter der Insel selbst ziehen kann. So jagten die beiden im Schweiß ihres Angesichtes, hatten aber dann auch Erfolg und das war die Beute. Und hier die einzige Trophäe, die ich aus versunkenen Gemäuern bergen konnte. Außerdem fanden wir noch einige Tonscherben. Die haben wir dann später an das Archäologische Institut in Athen übersandt. Doch man konnte uns auch dort nicht sagen, aus welcher Zeit sie stammen. Kein Interesse an archäologischen Dingen hatte der Heinz, den mehr die Frage interessierte, wie man denn die Mittagszeit am angenehmsten verbringen kann. Ich habe damals einen allgemeinen Ruhetag eingelegt, an dem jeder tun sollte, was er mochte. Jörg putzte sein Gewehr, denn er hatte in Erfahrung gebracht, dass es in Jura noch echte Steinböcke geben sollte. Wir sind auch später dort gewesen, haben aber zu seinem Kummer nur ein paar Wildziegen gefunden. Xenophon, der übrigens die Geschichte mit den Steinböcken auf dem Gewissen hat, richtete sein Paragadi. Das ist eine Angel, die bei Nacht ausgelegt wird. Ich selbst untersuchte den Bewuchs einiger Gesteinsproben vom Meeresgrund. Das hier sind Korallen. Und zwar nicht die Tiere selbst, sondern die Kelche, in denen sie drinnen sitzen. Also das von ihnen abgeschiedene Kalkskelett, an dessen Ausbildung man die einzelnen Arten erkennt. Und das sind Bryozoen oder Moostierchen, deren Kolonien sich entweder wie eine Kruste ausbreiten oder aufragende Bäumchen bilden, deren Ästchen entweder unregelmäßig oder bereits in einer Ebene angeordnet liegen, oder richtig netzartige Bildungen schaffen, wie etwa bei den Retiporiden, die ich ja schon in Unterwasseraufnahmen gezeigt habe. Der Aufbau dieser großen Tierstöcke ist recht kompliziert, weil sich viele Individuen zu bestimmten Aufgaben spezialisieren. So sind etwa diese kugelförmigen Bildungen Brutkammern,
in denen sich die Embryonen entwickeln. Und solche schnabelartigen Tiere, die verteidigen die Kolonie, wo sie auch auf der Rückseite jedes Fenster bewachen. Die Festigung dieser Rückseite erfolgt durch winzig kleine Tierchen, hier nur als Punkte sichtbar, die so lange Kalk abscheiden, bis sie selbst daran ersticken. Die also sozusagen im Dienst der Gemeinschaft Selbstmord begehen. Ja, reich an Wundern ist die Natur. Und je mehr man um ihr feines Getriebe weiß, umso mehr möchte man noch von ihr wissen. Wir hatten viele Erlebnisse im Satura. Einmal erblickten wir in großer Tiefe eine eigentümliche Bewegung auf dem Meeresgrund. Es war offenbar ein riesiger Rochen, der dort unten sein Unwesen trieb. Wir besprachen uns sogleich und beschlossen, dass ich als Erster hinabtauchen sollte, um das Tier zu filmen. Jörg sollte dann folgen und versuchen, es zu harponieren. So pirschte ich also in die Tiefe und es war tatsächlich ein mächtiger Rochen, der sich hier langsam auf den Algenboden niedergleiten ließ. Ich verharrte eine Weile regungslos und konnte gut beobachten, wie sich der Rochen es zwischen den Algen richtig bequem machte. Diese Tiere sind gefürchtet, denn sie tragen an ihrem peitschenförmigen Schwanz einen giftigen Stachel, der mit bösen Widerhaken versehen ist. Ich entfernte mich nun wieder ein Stück und wartete auf Jörg, und da war er auch schon. Stieß zu, und der Rochen war getroffen, raste davon, hielt aber dann plötzlich inne, als wäre er gelähmt, und tobte dann weiter, den Jörg einfach hinter sich herziehend. Leider hatte ich keine Luft mehr und musste wieder empor zur Oberfläche. Und unten ging der Kampf weiter. Der Rochen war viel stärker, aber Jörg ließ nicht locker. Am Ende musste er aber dann doch aus Atemnot die Leine kappen und die Beute preisgeben. Jetzt kam auch wieder Alfred empor. Schade, dass uns diese schöne Beute entkommen war. Aber es gab in dieser Gegend nicht nur diesen einen Riesenrochen, sondern als ich ein Stück weiter schwamm, sah ich bereits wieder solch ein mächtiges Tier. Ich schöpfte Atem und ließ mich erneut hinabgleiten in die wunderbar dunkle, geheimnisvolle Tiefe, in dies herrliche Jagdrevier, das einem doch niemals langweilig werden kann. Dieser Rochen lag ruhig schlafend am Sand, sodass ich mich vorsichtig aus seitlicher Richtung an ihn heranpirschen konnte. Er war zwar nicht so groß wie der erste, aber immerhin, mitsamt dem langen Schwanz, sicher über 2,5 Meter lang. Als ich mich jedoch zu nähern versuchte, wurde er gleich unruhig und begann bösartig mit seinen Augen zu rollen, als wollte er mir sagen, du mein Lieber, komm mir nur nicht zu nahe, sonst machst du mit meinem giftigen Stachel Bekanntschaft. Ich hielt nun wieder Ausschau nach Jörg, aber der hatte in der Zwischenzeit einen anderen, kleineren Rochen harponiert, den er nun vorsichtig an die Oberfläche emporzog. Das Tier war jedoch so meisterhaft getroffen, dass es sich kaum noch wehrte und dann binnen weniger Minuten von selbst verschieden ist. Ich wandte mich nun wieder meinem Rochen zu, da bemerke ich, dass das, was ich für das Auge gehalten hatte, in Wirklichkeit etwas völlig anderes war, nämlich das sogenannte Spritzloch, durch welches das Tier das Atemwasser einzieht. Aber da war ja schon wieder Jörg, den hatte heute der Jagdteufel richtig in den Krallen. Und diesmal hing die Harpunenspitze an einem langen Seil, das wir am Boot befestigt hatten, sodass es ohne Schwierigkeit gelang, ihn nach oben hochzuziehen. Dort haben wir ihn dann getötet, was wegen des giftigen Stachels auch nicht einfach war. Es war ein kräftiger Bursche, den ein einzelner Mann kaum herausziehen konnte. Man sieht hier auch auf der Bauchseite das Maul, die Nasenlöcher und die Kiemenspalten. Das Spritzloch, von dem eben die Rede war, ist die umgewandelte erste Kiemenspalte, die auf den Rücken verlagert worden ist. Betrachtet man das kleine Maul, da möchte man doch kaum daran denken, dass der Rochen in die nahe Verwandtschaft der Haifische gehört. Nach einigen Wochen verließen wir wieder Psatura und fuhren nach Jura, einer Insel von wirklich romantischer Schönheit. Jura besitzt keinen einzigen richtigen Landeplatz und ist allseitig von schroffen Felsabstürzen umgeben. Die Insel ist unbewohnt, nur ganz oben lebt eine Frau. Wir hatten sie die Circe genannt, weil Xenophon so viel von ihr schwärmte. Er wollte uns unbedingt zu einem Besuch bei ihr überreden. Aber wir hatten alle wenig Lust zu solch einer Kletterei. Vor allem der Heinz meinte, das wäre nichts für einen Seemann. Aber Xenophon hat uns doch überredet. Jörg lockte er durch Erzählungen von den vielen Steinböcken, die es dort oben gäbe. Herrn Dr. Beck wiederum versprach er eine neue Eidechsenart. Den Heinz aber brachte er sogar zu besonders eifrigen Klettern, indem er ihm nämlich von der Schönheit der Circe vorschwärmte. Und das bringt ja sogar den Seemann auf einen Berg.
So ging es also den Felsen hinan. Und je höher wir kamen, je heißer es wurde, umso mehr schwärmte Xenophon von Steinböcken und Eidechsen und umso reizvoller schilderte er die Circe. Endlich, nach 2 Stunden, erreichten wir den Grat und von hier war es dann nicht mehr weit bis zum Haus der Circe, welches sehr nett und reinlich ist und in der Nähe einiger älterer Gemäuer steht. Die Circe und ihre Schwester begrüßten uns herzlich. Sie war wirklich sehr nett, wollte aber Xenophon gleich da behalten. Sie sagte, schau, bleibe doch bei uns. Bleib hier und du wirst sehen, dass du bei uns auch viel glücklicher bist als draußen in der Welt. Nachdem uns die Frauen noch mit Schafkäse und Milch bewirtet hatten, geleiteten sie uns noch bis zum Pass. Dort versuchte die Circe ihn nochmals zu überreden. Aber er blieb fest und sagte, ich kann doch meine Kameraden nicht in den Stich lassen. Aber das nächste Mal, wenn ich wiederkomme, dann bleibe ich sicher bei dir. Und so nahmen sie Abschied. In den folgenden Tagen durchforschten wir die entlegenen Küsten von Jura und Piperi. Die Gestade sind überall stark zerklüftet und weil die Fischer behaupten, dass in manchen Grotten noch vereinzelte Seehunde hausen, sind wir auch dorthin vorgedrungen, wobei unser Weg weit ins Berginnere führte, sodass wir unsere Fahrt bei Fackellicht fortsetzen mussten. Wir haben dort natürlich auch unter Wasser die Küste durchforscht. Die Landschaften sind recht düster und unheimlich und einmal gelangten wir auch in eine unterseeische Grotte, deren Wände mit einer unerhörten Fülle von Schwämmen und Korallen bewachsen waren. Wir fanden hier auch einige Bryozoonarten, die sonst nur in über 80 Meter Tiefe vorkommen, woraus geschlossen werden kann, dass die Verbreitung dieser Arten von den herrschenden Lichtverhältnissen abhängt. Wir haben an diesem Platz unser Schiff vor Anker gelegt und einen richtigen Großeinsatz durchgeführt. Jörg, Alfred, Heinz und ich stiegen abwechselnd, entweder mit dem Taucherhelm ausgerüstet oder im Tauchgerät hinab in die Grotte, um dort Aufsammlungen durchzuführen. Wir haben uns auch bemüht, im Dunkeln Filmaufnahmen zu machen, aber das ist uns nur teilweise gelungen. Xenophon wachte darüber, dass richtig gepumpt wurde und dass auch die Netze bereit lagen, die immer wieder leer in die Tiefe gebracht wurden, um dort neues Material aufzunehmen. Diese Arbeit hatte für uns etwas Faszinierendes. Man bedenke, wenn man heute hinausfährt in die weite Welt, um fremde Länder zu erforschen, dann ist es doch schon überhaupt nicht mehr möglich, noch einen solchen Platz zu finden, wo vor einem noch nie ein Mensch gewesen ist. Überall ist der Mensch vorgedrungen und überall leider sind seine Spuren. Und darum ist es so schön, dass trotzdem noch ein Land verblieben ist, das der Mensch nicht zu erobern vermochte, die Meerestiefe. Hier unten gibt es noch weite, jungfräuliche Landschaften, die keines Menschen Auge jemals gesehen. So waren wir auch in dieser Grotte, die ersten Menschen, und trugen wohl ähnliche Gefühle in unseren Herzen, wie die Entdecker vergangener Zeiten. Jedes neue Netz, das hochkam, enthielt Kostbarkeiten an Forschungsmaterial. Wir haben die Gesteinsbrocken mit allen darauf sitzenden Tier- und Pflanzenformen konserviert, um dann später in der Heimat mit Hilfe der erforderlichen Fachliteratur eine genauere Untersuchung der Lebensgemeinschaften dieser Grotte vornehmen zu können. Unaufhörlich gingen die Netze auf und nieder und je weiter wir in das Dunkel der Grotte vordrangen, umso fantastischer wurden die Formen und Farben. Ein Jammer, dass wir dort keine Farbaufnahmen machen konnten. Rote und gelbe Korallen, blaue, grüne, orangefarbige Schwämme, purpurrote Kalkalgen, eine wirklich unvorstellbare Pracht, die nur leider in diesen Schwarz-Weiß-Aufnahmen fast gar nicht zum Ausdruck kommt. Mehrere Tage blieben wir an diesem Platz und arbeiteten von früh bis spät. Wir haben dort viel wertvolles Forschungsmaterial geborgen, doch dann kam ein plötzlicher Sturm auf und wir mussten schleunigst das hafenlose Eiland verlassen. Leider ergab sich nie mehr eine Gelegenheit, nochmals nach dorthin zurückzukehren. Und weiter ging unsere Expedition. Wir kehrten nun zurück nach Piräus und übersiedelten hier auf dies kleinere Schiff, auf dem wir dann den letzten Teil unserer Reise zurücklegten. Dieser Kahn war so schmal, dass er schon bei Windstärke 3 mächtig schwankte und wir befürchten mussten, dass er bei stärkerem Wind umkippen würde. Unser Weg führte von Piräus, dem Peloponnes, entlang, an Kythira, Antikythira vorbei, nach Kreta und hier hinüber nach Santorin, der schönsten und interessantesten Insel der Kykladen. Santorin war früher ein großer Vulkan, in dessen Krater das Meer eingedrungen ist.
Diese kleinen Kaimene-Inseln sind später entstanden und befinden sich in dauernder Umbildung, denn sie tragen einen noch tätigen Vulkan. In dieser kleinen Bucht lag unser Schiff vor Anker. Von hier aus hatten wir einen schönen Ausblick auf die steilen Kraterwände, die in der bunten Schichtung ihrer Lava- und Tuffgesteine an den berühmten Grand Canyon in Nordamerika erinnern. Von fremdartiger Schönheit sind die Küsten. Und als wir sie zum ersten Mal erblickten, da ahnten wir wohl bereits, dass uns hier auch unter Wasser besondere Erlebnisse beschieden sein würden. Der Hauptort der Insel, Tira, ein Städtchen von kaum 1000 Einwohnern, liegt hoch oben am Kraterrand und leuchtet wie Schnee auf den Bergen. Unten am Hafen gibt es noch richtige Höhlenwohnungen, die sich die armen Leute ins Tuffgestein gegraben haben. Vom Hafen gelangt man auf einem steilen Weg in Zickzackkurven, am angenehmsten auf dem Rücken eines Maultiers, hinauf zur Stadt, von wo man herniederblickt auf das weite Rund der dunklen Kraterwände und hinüber zu den Kaimene-Inseln, deren noch tätigen Vulkan wir natürlich auch einen Besuch abgestattet haben. Erst 1924 hatte er seine letzte große Eruption, bei der Lavabrocken bis hinüber nach Tira geschleudert worden sind. Wir beschlossen sogleich, im Innenrund des Kratersees zu tauchen. Ebenso wie über Wasser die Kraterwände 300 Meter hoch senkrecht aufragen, so setzt sich dieser Absturz auch unter Wasser fast 300 Meter weit senkrecht in die Tiefe fort. Es ist sehr unheimlich, diesen Lavawänden entlang in die Tiefe zu schwimmen, denn man hat unter sich vollkommen schwarzes und grundlos tiefes Wasser. Wir fanden hier wieder eine ganz andere Flora und Fauna als etwa in den nördlichen Sporaden oder am Peloponnes oder in Kreta. Das war auch nicht zu verwundern, weil ja nicht nur das Salzgehalt und die Temperatur des Wassers sowie Strömungen und Lichtverhältnisse auf die Zusammensetzung der Lebensgemeinschaften von Einfluss sind, sondern auch weitgehend die geologischen Bedingungen des Meeresgrundes selbst. Hier kam auch Jörg wieder einmal richtig auf seine Kosten. Wir erlebten nämlich einen plötzlichen Einbruch großer Makrelen, die überall entlang der Küste hin und her schwammen. Diese Fische sind verhältnismäßig leicht zu harponieren, und weil wir Jörg einmal den Vorwurf gemacht hatten, dass es bei unseren Mahlzeiten zu wenig Fisch gäbe, brachte er diesmal so viele heim, dass wir alle fluchten, weil wir wussten, dass es jetzt tagelang ausschließlich Fisch geben würde. Er aber war sehr stolz auf seine Beute und mit Recht, denn so große Makrelen sind unter Wasser stärker als ein Mensch, sodass es schweren Kampf kostet, sie aus der Tiefe hochzuziehen. Die Fische waren zwar schon längst tot, wollten aber offenbar noch immer ins Wasser. An diesem Tag begann das großartigste Erlebnis unserer Expedition, das aufregendste, das wir überhaupt jemals erlebt haben. Es begann damit, dass wir Dynamitfischern begegneten. Das waren ganz wilde, verwegene Gesellen. Vor allem der eine, der schien zu jeder Untat fähig. Diese Schurken spähen mit ihren Guckkästen nach Fischschwärmen aus. Und sehen sie einen, dann gellt eine Explosion durchs Meer und ringsumher ist das Wasser erfüllt von toten Fischen, die teilweise an der Oberfläche treiben, wo sie abgeschöpft werden, teilweise aber auch auf den Grund sinken, wenn ihre Schwimmblase zerplatzt ist. Wir spähten natürlich auch hinab in die Tiefe und sahen dort einen Hai. Die Haie sind hier an die Explosionen gewöhnt und sofort zur Stelle, weil sie wissen, dass es dann tote Fische gibt. Ich verabschiedete mich von meinen Kameraden und ließ mich mit dem Tauchgerät angetan in die Tiefe gleiten. Und je weiter ich hinabschwebte, umso stärker überfiel mich die gleiche Erregung wie damals in der Karibischen See, als wir unserem ersten Haifisch begegneten. Damals haben wir gelernt, dass man vor einem Hai niemals Angst zeigen darf, sondern bedenkenlos auf ihn losschwimmen muss, weil er das von keinem anderen Tier gewöhnt ist und sich darum im Glauben, man wäre stärker als er, entfernt. Später sind wir freilich auch von Haien angegriffen worden. Und dabei hat sich zufällig gezeigt, dass man attackierende Haie durch unter dem Wasser ausgestoßene Schreie abschrecken kann. Dies ist darauf zurückzuführen, dass der Hai besonders empfindliche Organe zur Wahrnehmung von Schwingungen des Wassers besitzt, sodass der Schrei ihm wie ein Donnerschlag erscheinen mag. Seitdem haben wir uns auch den größten Haien ohne Angst mit der Kamera genähert und so war es auch damals an jenem unvergesslichen Tag in Santorin. Die Filmarbeit war hier unten allerdings sehr schwierig, denn der Druck von 3 Atmosphären presste die Kamera derart zusammen, dass es schwer fiel, die Einstellungen richtig vorzunehmen. Trotzdem gelangen gute Aufnahmen.
Es ist eine alte Streitfrage, ob der Hai sich auf den Rücken drehen muss, wenn er frisst. Dies Bild zeigte, dass das durchaus nicht der Fall ist. Wohl dreht sich der Hai manchmal zur Seite, wenn er so besser zuschnappen kann. Aber Haie, die sich wirklich mit dem Rücken nach abwärts drehen, haben wir niemals beobachtet. Wie geschickt vermag der Hai vielmehr, sogar auf dem Boden liegende Fische aufzuschnappen. Es ist wirklich ein Genuss, dies edle Tier in seinen Bewegungen zu verfolgen. Die Seeleute behaupten immer, der Hai, das wäre eine scheußliche Bestie. Das ist nicht wahr. Der Hai ist ein wunderschönes Tier. In der Vollendung seiner Stromliniengestalt, in dem edlen Gleichmaß seiner kraftvollen Flossenschläge, ist er fürwahr ein Sinnbild für Kraft und Schönheit, ein mächtiger Herrscher, der sein Reich durchstreift. Ich drehte mich dauernd um mich, denn ich hatte Angst, dass ein Haifisch von rückwärts kommen könnte. Und da sah ich ein Tier, das war kein Hai, und jetzt erkannte ich auch, das war ein Thunfisch, der sich hier am Festmahl beteiligte. Er war womöglich noch gieriger als die Haifische und schwamm direkt an mir vorbei, sodass ich gut aufnehmen konnte, wie er mit wildem Schwung emporschoss zur Oberfläche und hier unersättlich einen Fisch nach dem anderen verspeiste, um dann wie ein glänzender Torpedo wieder in der Ferne zu verschwinden. Aber was war denn das? Man machte mir Zeichen von oben. In Sekundenschnelle waren wir alle heraus aus dem Wasser und schon bebte das Meer. Die verrückten Fischer hatten auf den Thunfisch Dynamit geworfen. Und er war auch getroffen. Er torkelte hilflos umher. Wir waren sofort im Wasser und sahen eben noch, wie ein riesiger Hai vorbeigeschossen kam. Er hatte den Thun entzwei gebissen. Ich habe die Leiche des Thunfisches emporgebracht und ich darf versichern, man kann noch so gut Freund mit Haien sein, wenn man solch eine Bissspur sieht, läuft es einem doch kalt über den Rücken. Ein Rasiermesser kann nicht schärfer schneiden als der Rachen eines Hais, vor allem wenn er in so unheimlicher Geschwindigkeit zupackt. Die Wirbelsäule war an zwei Stellen glatt durchbissen und überall am Körper und am Kopf fanden sich die Spuren der kleinen spitzen Zähne, die der Hai in mehreren Reihen hintereinander in seinem Maul angeordnet hat. Und weiter ging der Wahnsinn. Jetzt kamen die Haie schon bis an die Oberfläche. Überall durchschnitten ihre dunklen Rückenfinnen das Meer. Gierig schnappten sie hier nach den toten, treibenden Fischen und kamen sogar bis nahe ans Boot. Ganz toll aber war es unten. Ein Silberregen toter Fische rieselte hernieder und oben strömten neue Fischschwärme nach, denn diese Tiere werden durch das getötete Plankton angelockt, sodass sie geradezu freiwillig zur Schlachtbank kommen. Ich habe niemals eine so gewagte Situation erlebt als in jener Stunde. Es waren damals nicht weniger als 17 Menschenhaie gleichzeitig um uns. Der eine schwamm hoch oben, der andere jagte direkt unter mir hindurch. Und dort drüben zwei große Haie, die ganz gemächlich ihres Weges zogen. Und dort ein kleiner Hai und noch etwas tiefer ein zweiter. Und noch ein Stück weiter waren gleich vier auf einem Platz. Hier ist der erste und der zweite und ein Stück weiter der dritte, das war ein blauer Hai und ihm folgte dann sogleich der vierte. Es war unbeschreiblich. Wohin ich die Kamera auch wandte, waren Haifische. Da bemerkte ich plötzlich auch einen Hai, dessen Verhalten mir gleich verdächtig vorkam. Er war schon mehrmals im Kreis geschwommen, dann schien er einen Entschluss zu fassen und kam, gerade als mir Wasser in die Maske gekommen war, direkt auf mich los. Ich war völlig hilflos, ich konnte überhaupt nicht sehen. Zum Glück kam mir Heinz zu Hilfe. Er hat den Hai abgelenkt, er schrie ihm entgegen, aber der Hai bemerkte das gar nicht. Daraufhin schrie er nochmals, stärker, aber ohne Erfolg. Der Hai griff zwar nicht an, aber der Schrei hatte ihn nicht erschreckt. Und jetzt wurde es mir auch sonnenklar, dass natürlich Haifische, die an Dynamitexplosionen gewöhnt sind, vor dem Schrei eines Menschen nicht erschrecken können. Doch da gewahrte auch ich den Riesenrochen, der hier herbeigeschwommen kam. Und so fraßen sie denn friedlich nebeneinander, Riesenrochen und Menschenhai. Es war wirklich wie in einem zoologischen Garten. Wir haben dieses große Tier noch eine Weile verfolgt und dies Bild beweist wohl, dass die Bezeichnung Riesenrochen nicht übertrieben ist. Den langen Schwanz mit eingerechnet, war dies Tier sicherlich 3,5 Meter lang. Ein richtiger Leviathan der Tiefe. Hier unten ist auch unser sehnlichster Wunsch in Erfüllung gegangen, nämlich Aufnahmen zu drehen, auf denen nicht bloß ein Hai allein, sondern Mensch und Hai auf dem gleichen Bild zu sehen ist. Unsere Berichte aus der Karibischen See waren ja immer wieder angezweifelt worden.
Man hatte sogar behauptet, unsere Fotos, das wären Trickaufnahmen. Jetzt endlich war es möglich, durch dokumentarische Filmaufnahmen einwandfrei den Beweis zu erbringen, dass man vor Haifischen wirklich nicht so viel Angst zu haben braucht und dass es wirklich möglich ist, sie in die Flucht zu jagen, wenn man bloß mutig auf sie losschwimmt. Ja, es gelang mir sogar, die Attacke eines Haifisches zu filmen, deren sich Alfred, weil der Schrei ja hier nichts half, nur durch kühnes Draufgängertum erwehren konnte. Hier schießt der Hai direkt auf den Alfred los, dreht aber ab, weil dieser nicht Angst zeigte, sondern ihm ebenfalls mutig entgegengeschwommen war. So lebten wir denn dort mehrere Tage lang, mitten unter den Haifischen, und haben die Tiere aus nächster Nähe studiert. Wie wenig wissen wir Menschen doch noch von der Tiefe des Meeres, denn über ihren vielen Wundern und Geheimnissen breiten sich wie ein verbergender Schleier die endlosen Wellen, und wenn man oben mit einem Schiff vorüberfährt, dann ahnt man nicht, welch fremdartiges und geheimnisvoll schönes Land sich dort unten ausbreitet. So ging denn unsere abenteuerliche Expedition wieder zu Ende und mit vielen Kisten voll wertvoller Sammlungen, vor allem reich an neuen Erfahrungen, sind wir wieder in die Heimat zurückgekehrt. Ich glaube wohl sagen zu dürfen, dass auf dieser Expedition eine neue Art der Meeresforschung begründet wurde, deren Vertreter sich nämlich nicht mehr damit begnügen, am Schreibtisch sitzend das Material zu überprüfen, das mit Netzen hochkommt, sondern die selbst hinuntertauchen ins Land der Fische, um dort die Tiere in ihrer eigenen Umwelt zu studieren. Diese Methode wollen wir auch weiterentwickeln. Und sobald die Meere wieder frei sind, wollen wir auf einer neuen Expedition hinausfahren zu den Korallenmeeren der Südsee, um dort ein weiteres Bollwerk dieser rätselhaften Meerestiefe zu erstürmen, ihre wunderbaren Geheimnisse zu entschleiern und ihre märchenhafte Schönheit der Welt in Wort und Bild zu offenbaren.